Hallo, liebe Deutschlernende. Heute möchte ich mit euch über den Planungsfehlschluss reden. Ja? Was ist der Planungsfehlschluss und wie versuche ich diesen Fehlschluss zu vermeiden? Nun, ein Fehlschluss ist ein Fehler im Denken. Ja? Wenn man über Dinge nachdenkt und man macht einen Fehler, entweder einen logischen Fehler oder man ist parteiisch oder man lässt sich von seinen Emotionen leiten, dann ist das ein Fehlschluss. Ja? Ein Fehlschluss ist ein Fehler beim Denken. Ja? Und der Planungsfehlschluss ist der Fehlschluss, den viele Leute machen, dass sie denken, sie brauchen weniger Zeit, um eine Aufgabe zu erledigen, als sie eigentlich brauchen. Ja, es gab eine große Studie mit vielen Studenten. Die meisten Studien sind immer mit Studenten. Und ich merke mir nie die Prozentzahlen auswendig oder die Zahlen. Ich bin schlecht, mir solche Zahlen zu merken. Aber das Resultat war, dass sie die Studenten gefragt, ja, wie lange schätzt ihr, braucht ihr, um eine bestimmte Aufgabe zu erledigen? Es gab mehrere Fragen. Wie lange braucht ihr, dass ihr mit 50%iger Sicherheit sagen könnt, dass ihr damit fertig seid? Und wie lange braucht ihr, dass ihr mit 90%iger Sicherheit sagen könnt, dass ihr damit fertig seid? Ja? Wie lange braucht ihr im bestmöglichsten Fall? Wie lange braucht ihr im schlechtmöglichsten Fall? Und wie lange braucht ihr, denkt ihr, dass ihr generell braucht? Ja, also mehrere Fragen, damit die Studenten schätzen konnten, wie lange sie brauchen. Und wie gesagt, ich habe mir die Zahlen nicht gemerkt, aber das Resultat war, dass sie komplett falsch lagen. Ja, sie haben sich um Wochen verschätzt. Also sie haben vielleicht gesagt, dass sie in 30 Tagen fertig werden und anstattdessen brauchten sie 50 Tage. Ja? Und sie haben sich total verschätzt. Ja? Und das ist der Planungsfehlschluss, dass wir Menschen dazu tendieren, uns total zu überschätzen, ja, oder zu unterschätzen, ja, also wir denken, dass wir viel schneller sind, ja, wir überschätzen uns, wir denken, wir sind ganz schnell und wir brauchen aber mehr Zeit. Und das habe ich auch an mir gemerkt, ja, dieser Planungsfehlschluss, dass ich manchmal denke, ich brauche weniger Zeit, als ich eigentlich brauche, ja, zum Beispiel, möchte ich eine Akademie starten, ja, ich möchte euch eine Lernplattform geben und die braucht viel, viel länger, als ich das erwartet habe, ja, und ich möchte auch Gruppencoaching starten und das Gruppencoaching braucht auch viel länger, als ich erwartet habe, ja, es gibt viele von euch, die warten darauf, dass ich endlich mit ihnen Coaching mache. Ich mache schon mit ein paar Coaching, aber das startet ganz langsam, weil ich sicher gehen möchte, dass ich auch für jeden Coaching-Schüler ausreichend Zeit habe. Ja, deswegen schreibe ich nur langsam ab und zu Leute an, ob sie bereit sind, Coaching zu machen. Das ist schwierig, ja, und es gibt aber Möglichkeiten, wie wir den Planungsfehlschluss überwinden können. Ja? Also das Erste ist, und das ist ganz wichtig, dass die beste Art und Weise, wie wir abschätzen können, wie viel Zeit wir brauchen, ist, indem wir schauen, wie viel Zeit wir in der Vergangenheit gebraucht haben. Ja, also wir können natürlich versuchen zu schätzen irgendwie, ja, ich denke, ich brauche so und so lange, aber die Chance ist, dass wir uns total verschätzen. Und stattdessen ist es am besten einfach zu sagen, okay, letztes Mal habe ich 3 Wochen dafür gebraucht, dann
sage ich einfach, 3 Wochen brauche ich für die nächste Aufgabe, die ungefähr gleich ist. Ja? Und so können, das ist eine Art, wie wir den Planungsfehlschluss vermeiden. Und die zweite Art, wie wir den Planungsfehlschluss vermeiden, ist, indem wir, oder wir vermeiden ihn nicht wirklich, aber wir können vorausplanen. Ja? Wir können uns einfach mehr Zeit nehmen. Ja? Und ich mache das jetzt so, dass ich diese Videos hier im Voraus hochlade. Ja? Weil mir ist es oft passiert, dass ich das Video versucht habe, an einem Tag fertigzustellen und dann gleich hochzuladen. Und es dauert aber ein bisschen, ehe das Video fertig ist. Dann dauert es, bis der Computer fertig ist, das Video zu produzieren. Ja, das ist sehr frustrierend, weil ich da nichts machen kann. Ja. Der Computer, ich muss warten, bis der Computer fertig ist. Und dann dauert es eine Weile, bis das Video hochgeladen ist. Ja. Und da habe ich oft den Fehler gemacht, den ich gerade beschrieben habe. Ja, ich habe oft den Planungsfehlschluss begangen und es hat länger gedauert, als ich dachte, und dadurch ist meine ganze Planung über einen Haufen geworfen worden. Ja, also alles war durcheinander. Und deswegen mache ich das jetzt so, dass ich die Videos im Voraus plane. Und das Gute für euch ist, hier kommt's, ihr werdet jeden Tag um 17 Uhr werdet ihr ein Video bekommen. Weil ich das nämlich 1 oder 2 Tage vorher mache, ja, oder eine Woche vorher, ja. Bis zu einer Woche vorher plane ich das Video, mache das Video fertig, lade es schon hoch und plane es, sodass es automatisch um 17 Uhr veröffentlicht wird. Ja, und das Gute für euch ist damit, dass um Punkt 17 Uhr Berliner Zeit habt ihr ein neues Video. Jeden Tag, versprochen, ja. Und es sei denn, es kommt ganz viel dazwischen und ich habe gar nicht die Zeit, die Videos vorzubereiten und mein Puffer wird aufgebraucht. Ja? Aber das ist so die zweite Sache, die meiner Meinung nach sehr hilfreich ist, sich einen Puffer aufzubauen. Ja? Ein Puffer, dass man einfach Zeit einplant, bei der man sagt, okay, diese Stunden oder diese Tage könnte ich damit verbringen, eine Aufgabe zu erfüllen, wenn sie länger dauert als geplant. Und wenn sie nicht so lange dauert, dann kann ich in dieser Pufferzeit etwas anderes machen. Ja? Also das sind meine beiden Tipps oder die beiden Dinge, die ich mache, um den Planungsfehlschluss zu vermeiden. Einmal einen Puffer aufbauen und schauen, wie viel Zeit ich in der Vergangenheit dafür gebraucht habe. Okay, ich hoffe, das war hilfreich. Plant gut, plant schlau und wir sehen uns morgen. Tschüss!